Nein, Chris kann die Dusche jetzt nicht testen. Naja, also ich glaube, das ist eine Frage des Geldes. Für wie viel Euro würdest du sagen, machst du dich jetzt hier nackig und ziehst blank und probierst die Dusche aus? Blank. Kalt. Handtuch habe ich aber auch nicht bei. Naja, soll ich dann trocken werden? Denn? Na, hier sitzt Auto in eine Wolldecke. Wir können ja zusammenlegen. Ich bereite erstmal die Dusche vor, okay? Warte, pass auf, folgendes. Und zwar habe ich ein Hörbuch angefangen, Chris. Das nennt sich Blackout. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, das Hörbuch. Ja, es ist relativ fachspezifisch noch, aber es wird gerade irgendwie cool. So, und da geht es darum, dass halt in der Welt der Strom abbricht. Weil Überspannung, man weiß noch nicht, ob es ein terroristischer Anschlag war oder einfach nur Sonnenstürme. Und bei mir war der Gedanke zu sagen, oh, hab ich was gespoilert? Ja, jetzt mal Real Talk. Wie weit kommt der Bus mit einer Tankfüllung? Was schätzt du? 500. Also 500, wenn man wirklich gut fährt. Ja. Die Karre will halt was sehen, wenn du halt drauf drückst. Ist ja auch irgendwo logisch. Wiegt ja auch ein bisschen was. Wiegt ja auch noch ein bisschen was. So, inzwischen ja. Und ich habe mir überlegt, genau, she's overnaming, cup, all the hands free. Ich werde mir jetzt nur kurz einen Handschuh anziehen. So, hello. Now we have dramatic sky and the bus behind us and Maya in the front of us. Dir goes gut? Maya, look. Achtung. Where's the stock? Okay, Maya searcht jetzt the stock. Und zwar, bin ich wieder vom Thema abgekommen. In diesem Hörbuch hat mich eine Sache inspiriert. Und zwar, ich habe immer... Hältst du jetzt gerade, oder? Ich habe nämlich an meinem Bus zwar schon einen Kanister hier hinten. Da. Dieser hier. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie weit kommt man damit? Was sind das, 20? Das sind 20 Liter, wa? Wie weit kommst du mit 20 Liter? Also passt da rein, 60? In den Tank? 90. 90? 90 Liter schaffen. Also mein Tank hat 90 Liter. Ja, aber ab 70 ist Feierabend. Da hast du halt diese 20 Reserve, da gehst du nie ran. Okay. So. Ich glaube, er hat 90. Bin mir aber nicht ganz sicher. Du hältst mal, ich geh hoch und zeig. So. Hello, Wendy. Also falls du es gerade schlecht versteht, ist es sehr windig gerade geworden. Yes, we cannot do everything for that, but because we can Zeichensprache making. Citizen newborn here that we have. Okay. As fortunately it is for the benzene. For the gasolina, you know? Mensch, ist das windig, ja! Ey, vor allem ist da eben war es auch windstill gewesen. Ja, war doch nichts. Und jetzt ist hier geht Welt unter. So. Jetzt haben wir hier oben aktuell. Warte, ich zeig's mal ganz kurz. Ich mach mal einen ab, ja? Ja. Okay. Da hast du hier so eine Klammer, die kommt da oben drauf. Und hast zwei Kanister. Pro Kanister sind wir bei 20 Liter. Das bedeutet, hier oben sind jetzt. Gib mir mal so Camera. Wir sind jetzt hier oben. Oh, that's not funny. The bus is walking. Wir haben jetzt hier oben quasi aktuell. 20 bis 20 sind 40, 80 Liter. Also wir haben quasi nochmal 500 Kilometer plus vielleicht das da draußen. Aber die würde ich halt gerne als Trinkwasser benutzen. Sind wir jetzt bei 80 Liter Reserve. Das bedeutet, ich komme quasi nochmal 500 Kilometer. Ich habe meine Reichweite vom Bus verdoppelt. Denn wenn der Strom ausfällt, funktioniert auch keine Tankstelle mehr. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ah. Kann man auch nicht mehr sein Elektroauto aufladen, das geht nämlich auch nicht mehr. Eure Elektroautos gehen dann auch nicht mehr, genau. Weil, also da ist ein Notstromgenerator. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt noch versteht. Das ist so krass. Wo seid ihr? Es funktioniert auch mit Benzinkanister aus Metall. Geht super. Habe ich probiert. Ich habe zu Hause auch Metallteile. Und du hast deshalb halt auch hier diese Aussparung. Siehst du das hier? Sieht man das? Ja. Dass du halt auch diese Plastikkanister benutzt. Bei den Metallkanistern ist es egal, da geht es komplett drüber. Da spielt das keine Rolle. Aber es funktioniert definitiv auch bei Metall. Aber, und das muss ich ganz ehrlich zusagen. Aber es ist Metall eigentlich wie kacke, wenn es hier. Das sieht ja nicht was ab. Ja, das sieht halt. Zum einen sieht es halt einfach scheiße aus, weil der ganze Bus ist halt schon metallic und hier oben ist alles matt. Und dann glänzen halt diese Kanister da oben. Fand ich halt optisch nicht so geil. Ich habe auch mit Bommel darüber gesprochen. Und zum anderen sind metallene Kanister auch das Problem. Die fangen innen drin an zu rosten. Und dann hast du halt diese Ablösung und die musst du halt rausfiltern. Oder haust du dir so einen Motor, dann kannst du aber den Motor kaputt machen. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr Reservekanister benutzt, immer PVC. Da kann sich nichts lösen. Also jedenfalls nicht keine Metallspäne oder sowas. Jetzt reden wir aber so vom Ordnungsamt. Komm mal runter. Moin. So, hallöchen. Haben ja. Sie irgendwo Asbest gesehen? Heute wir suchen Asbest? Nee, nur einen Haufen scheißen Müll von irgendwelchen Leuten, die ihr Grünschnitt abladen. Aber das scheint hier wohl so ein gängiges Problem zu sein. Ach nein, der macht gerade Kacker, glaube ich. Nee, der macht Pipi. Sie können, der tut niemandem was. Na klar. Nuklear. Also Asbest habe ich hier gesehen.
dachte, jetzt gibt's Ärger. So von wegen. Was machen wir hier? Ich will noch ganz kurz abschließen, was zu den Dingern hier sagen. Funktionieren oben, also man kann die rein theoretisch, die haben Löcher überall, die kannst rein theoretisch überall raufschrauben. Ich find's halt geil. Du bist damit halt doppelt so weit mobil. Und der Max ist ganz lieb und haut mal einen Link in die Beschreibung für diese Doppelhalterung oben auf dem Dach von Frontrunner. Grüße gehen übrigens raus an Nikolas, vielen lieben Dank, weil der hat mir das natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber jetzt hab ich was, wo ich glaube, denke, das werde ich öfters benutzen. Ich feiere es einfach hart, einfach aus Prinzip schon. Wenn ihr euch merken wollt, welcher Schlüssel zu welchem Schloss passt, ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach was kratzt, dann macht er da eine Markierung auf, sieht man die? Ich denke. Du denkst? Und dazu den passenden Schlüssel markieren. Einfach hier 4 Kratzer, da 4 Kratzer, dann weißt du, der passt dafür. Ha? Macht Sinn. Kleiner Lifehack. So, Achtung, ey, mach mal open the gate, Mr. Gorbatschow. So, holy moly. So, meine lieben Freunde. Auf geschwind ins Partyland. Ich reiche schon mal weiter. Hier haben wir das gute Stück. Und zwar wird das hier oben, ich zeig das mal, hier oben, ganz einfach. Nee. So, pass auf, ich zeig das mal hier. Zack, das war's schon. So. Warte mal. Und jetzt kommt ja das fancy Teil dabei. Jawollo. Und jetzt... Na du, ich will ja nicht lügen, aber das hält eine ganze Menge aus, weil der ist direkt am Träger dran. Das ist schon geil. Genau, dazu gibt es natürlich auch noch, und das ist eigentlich das Wichtigste, diesen Ortlieb, was ist das? Wassersack, sag ich jetzt einfach mal dazu. Der hat hier unten einen Schraubverschluss, da füllen wir jetzt gleich Wasser rein und dann testen wir mal die Dusche, ob die funktioniert. Fängst du? Ja. Er fängt. Super gefangen. Was ist hier noch so Schönes in meiner Kiste? Ja. Zum einen, ich dreh mal. Zum einen habe ich hier noch meinen fetten Schlupp, falls man ihn abschleppen muss, sei es auch immer gut. Und das ist eine Außenwand für meine Markise, damit ich quasi so ein bisschen, ja, auch mal windgeschützt sitzen kann. Ist auch noch nagelneu, habe ich noch nicht probiert. Ja, nee, was gut ist bei dem Wetbag, das ist ja kein Drybag, du kannst hier deine Haare reinpacken, falls es mal regnen sollte. Da ist genug Raum hin, kann man den Zopf reinpacken und dann bleibt er auch mal trocken. So, die Technik ist ganz einfach. Also es wird einfach nur hier so reingeklemmt, das ist hier so ein Konterhaken, das wird hier oben einfach draufgeschraubt. Ne? Bin gespannt, ob das jetzt hier auch mit dem Dings funktioniert. Aber was jetzt hier zum Beispiel geil ist, was bei der anderen Dusche nicht war, die hast dich halt an die Scheibe geklemmt und gefühlt war hier der Wasserdruck. Noch weiter. Also direkt am Auto. Das heißt, du müsstest rein theoretisch so duschen. So. Das ist halt einfach ultra kacke. Oder nimmst es in die Hand. Aber du brauchst ja beide Hände, um dich unsittlich zu berühren. Ja. 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 Nein, Chris kann die Dusche jetzt nicht testen. Naja, also ich glaube, das ist alles eine Frage des Geldes. Für wie viel Euro würdest du sagen, machst du dich jetzt hier nackig und ziehst blank und probierst die Dusche aus? Blank. Kalt. Nein, du hast einen Schlüpper, darfst du anlassen. Handtuch habe ich aber auch nicht bei. Naja, wie soll ich denn trocken werden denn? Na, hier sitzt Auto drin, eine Wolldecke. Boah, ey. Lassen Sie dabei. Ich sag mal so. Lassen dabei. Wir können ja zusammenlegen. Ich bereite erstmal die Dusche vor, okay? Sag mal hier. So, also von der Theorie her kannst du dir ja noch überlegen. Ne? Sag mal so. Geld ist halt nochmal halt irgendwie immer. Auf, schreibt Tessa. Ach, Tessa. Dreher. Und darunter hauen die anderen alle mit den Dings rein. Von Theorie her folgendes. So. Hier oben reingehangen. Zackig. Dann hast du hier einen Schalter. Und dann drehst du hier auf. Und dann läuft hier Wasser raus. Und kannst du hier. Also ich würde gerne mal wissen, wie doll der Druck ist, also was da so rauskommt. Ja, wir machen das Ding erstmal voll. Ja. Ich habe jetzt 5 Liter bei. Ja. Wir machen das Ding erst mit 5 Liter voll und dann gucken wir mal, okay? Okay. Okay. Ich hätte so ja Badelatschen bei euch. Na dann. Na dann, das ist ja kein Problem. So. Guck mal, soll ich mal gucken, ob ich ein Handtuch bei habe? Ich weiß, dass du so ein kleines hast, aber... Ach so, ja, das habe ich auch, ja. Aber ich hätte ja eine Badehose. Brauch ich nicht. Na, ich renne einfach dann so schnell hier hin und her, dass... das Wasser sich von meinem Körper löst. Also es steht schon fest, dass ich jetzt duschen gehe, oder was? Naja, hört sich gerade so an. Wir gucken mal, wo dein Preis ist. So, wer Chris duschen sehen will? Ja, ich bin billig. Ich bin billig zu haben. 20 Euro. 20 Euro? Wo ist die Dusche? Die hast du doch gerade zurückgebracht. Du hast den Sack wieder reingelegt. Hier, Max schreibt auch. 20 für blank ziehen, so günstig bekommt man das nirgends. Okay, können wir auch rein? Achtung. Achtung, ich kümmere auch noch rein. Geile Zeit, kannst halt auch von sehen, ne? Bitte?
Ich sag dir, das ist geil. Hast du nur noch Seife dabei? Hab ich. Natürlich hab ich Seife. Ich hab so die darfst du hier nehmen, Seife bei. Ah, die Outdoor-Seife. Die Outdoor-Seife. Also kannst du es hier richtig als Duschprozess nehmen. 20 Schweizer Franken von Nick Eichenberger. Damit du dich blank machst? Da, Achtung, fertig, los. Gut, Chris, du hast gesagt, 20 Euro reichen dir. Das hätte ich nicht gemacht, aber gut. Das ist jetzt dein... It's a sack. It's a sack. It's a sack. Jo, komplett Wasser hoch. So. Also ich würde sagen, ganz ehrlich, du hast das forciert. Ich gebe dir schon mal Duschgel raus. Ich nehme das rechte. Das hier. Ja. Sehr gut. So. Ach, kick. Da ist dein Handtuch. Ja. Einmal Seife. Chris, ich würde sagen, du lässt dich schon mal nackig machen. Ich übernehme die Kamera. Ich habe hier den besten Blick. So, schön. Ja, na, das ist doch schön. Dann gucken wir mal gleich. Ja, du, heutzutage muss man auch mal gewisse Sachen machen. Wir unterbrechen das folgende Programm für eine Duschsendung. Das ist ein Riesenhandtuch. Chris probiert jetzt die Dusche aus, finde ich gut. Ja, dann, ist aber, aber so knapp, ne? Passt gerade. Also die Latschen, wenn du die Latschen nicht anhättest. Ah, ja. Warte mal, ich kann dir das auch noch machen. Warte, guck mal, wir machen dir das, dass du ein bisschen tiefer kommst. So, meine lieben Freunde, holt euch was zu trinken, ein bisschen Popcorn. Du musst dran drehen. Oh, also Gott. Du musst drehen und runter. Einfach der, ja. Gönn dir. Das ist nur der Kopf. Komplett, Lunge. Ich will nicht einig sein. Ja. Ja. Ja, könnt ihr wieder zudrehen? Ja, na klar. Das Wasser raus. Kurzes Statement. Wie geht's Ihnen? Eigentlich ist es gar nicht so kalt. Weißt du warum? Weil ich das Wasser zu Hause an der Heizung gestellt habe. Weil ich erst gedacht habe, dass ich muss. Aber ich wusste ja, dass du duschen magst. Ich war heute auch noch nicht gewesen. Ist schon ein bisschen sexy, oh, oder? Es brennt in den Augen. Es brennt in den Augen? Ja, für die Mädels hier ist das natürlich jetzt hier gerade mal absolut eine Augenweide. It's a also, car wash. It's a car wash. Yeah. Dreher schreibt nicht wirklich sexy, aber für 20 Euro ist okay. Oh, scheiße, ey. Dreher ist das vielleicht besser so. Ja. Ich glaube, das gefällt ihr. Tessa schreibt auch, wup, wup, Chris. Ja, ich glaube, hier sind so einige, ich rede einfach nicht weiter. Ist doch ein bisschen was drin, ey. Ist mehr, als man denkt. Aber ist krass. Was, 5 Liter? Ja. Wie lange man damit duschen kann? Reicht ihm jetzt auch. Versteh komplett. Aber, was würdest du sagen, hat die Dusche funktioniert? Warte. Was sagst du so vom Fazit her? Ich hätte erst gedacht, dass der Druck gar nicht reicht. Weil ja. Groß, du sagst, reicht. Ja. Geil. Das ist mega. Ist vor allem einfach und schnell gemacht. Vor allem, weißt du, was wir noch hätten machen können? Einfach das Wasser in den Topf füllen, heiß machen, da reinkippen. Dann hast du halt warmes Wasser. Und das kannst du halt überall mal schnell machen. Ja. Und denk mal an so unsere Mock-Wochenenden, wenn wir draußen hier werkelt haben. Also, das ist halt echt schon geil. Das ist schon geil. Auch hier natürlich der Link in der Beschreibung. Das gute Stück ist von Frontrunner. Mit Aufhängung und Arm und so weiter. Und du siehst auch selber, dass es halt weit genug weg ist vom Fahrzeug. Das ist halt geil, ne? Also ich finde es ultra cool. Ich freue mich jetzt schon auf den Sommer. Beziehungsweise, wenn wir wieder unterwegs sind und man hat halt so einen Dreh hinter sich, wo man so übelst vermockt war. Einfach runter unter die Dusche und kein See in der Nähe ist. So, ganz wichtig. So, dann nimmt man sich ein bisschen Wasser mit. Haben wir jetzt oben genug Kanister. So, und ich ziehe mich jetzt aus und mache einen Carwash. Na klar, natürlich, na klar. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.